Kunde, es geht und los. Der Kunde kommt jetzt rein durch eine Tür. So ist es. Herr Frey, Moment, ist doch gar keine Tür da. Das geht doch nicht. Nur angenommen. Ach so, ja. Vorsicht, Stufe. Ist doch gar keine Stufe da. Doch nur angenommen. Ne? Also noch einmal. Nochmal. Ich komme nochmal. Ja, nach seinem Kommen und Gehen hier, es muss die Hauptpost sein. Oder? Ich komme jetzt. Wird auch Zeit, wir schließen gleich. Sagen Sie mal, vielleicht kommen Sie mir etwas höflicher entgegen. Gut, ich komme Ihnen auch entgegen. Sie doch nicht! Ach. Sie bleiben hinter Ihrer Scheibe. Das. Bitte, wo bleibe ich? Hinter Ihrer Scheibe. Ich habe eine Scheibe. Ach, was? Der Schalter hat eine Scheibe und das ist das Schalterfenster. Ach, hier ist ein Fenster. Jawohl. Herr Ball, das werde ich am besten erstmal öffnen. Ich fürchte, es gibt bald dicke Luft. Brauchen Sie nicht zu öffnen, es hat doch ein Loch. Ach, schon kaputt. Ja. Das ist ein Sprechloch. Ja, ja. Bitte? Ein Sprechloch. Hier ist das Schalterfenster, hier ist das Loch und dadurch wird gesprochen. Ach, dadurch Aua. Wird das... Alles klar. Dann komme ich jetzt rein? Ja. In Ruhe und ohne Aufregung? Ist ja völlig klar. Gut, in Ordnung. Ich komme jetzt. Wir spielen Boss. Na, warte. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Kann ich denn endlich meine Marken bekommen? Also nun mal bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie sich erst mal hinten an. Bitte, was ist los? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Ist doch keine richtige Post. Nee, ist ja auch keine richtige Schlange. Ach, bitte! Ich habe gesagt, in Ruhe und ohne Aufregung. Das Ganze nochmal. Nochmal. Jawohl, nochmal. In Ruhe jetzt. Ja. Guten Tag. Ja, das hatten wir schon. Das ist... Sie werden verzeihen. Ich verzeihe alles, was Sie wollen. Ich habe festgestellt, ja? Mir fehlt etwas. Also, Herr Peil, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was fehlt. Bitte! Hey, bitte! Kann man hier, hier bitte! Oh. Hier. Bitte, ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, bisschen spät, nicht? Sag mal, verstehen Sie mich denn nicht? Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Also, Herr Pei, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstolz. Das ist doch ein Märchen. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen erzählt? Nein, hat nie Märchen erzählt. Hat nie Märchen, nie erzählt. Märchen erzählt? Nie, nie. Ja, warum denn nicht? Hat die Märchen immer vorgelesen. Na gut, schön, hat sie da nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, immer nur mir, ich war ja ein Einzelkind. Verrochenes! Dann nehmen Sie doch das Büchlein, schauen Sie rein, hier ist doch alles drin. Bitte, was ist das? Oh, Briefmarken. Ja, das ist Brüderchen und Schwesterchen und das ist ein Märchen von Grimm. So, und so. Wer ist das da hinten? Das ist Frau Grimm. Wie kommen Sie denn darauf? Guckt so grimmig. Das ist Ihre Mutter. Das ist doch nicht meine Mutter. Ach was, nehmen Sie das Vergrößerungsglas und vergrößern Sie. Die Mutter, jetzt wird sie groß, das ist ja eine Großmutter. Na, Vorsicht! Was denn, nur wieder? Nehmen Sie doch den Daumen da weg. Warum denn? Sie verletzen sonst die Zähne. Wen bitte? Die Zähne. Ach, von der Großmutter. Nein, die Zähne außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum. Falsch! Hat falsche Zähne, ist ja klar, ja. Ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Die Briefmarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Die Zähne nennt man Zacken, so ein Blödsinn. Kommen Sie mal zum Zahnarzt und sagen, ich habe Zackenschmerzen. Sollen Sie mich solches Spiel hier eine Post oder nicht?